Auch im Schlagergeschäft gibt es natürlich zwischen den verschiedenen Stars und Sternchen immer wieder Sterne, die länger glühen als andere. Und wenn die Sternchen schon verdunkelt sind, dann sind die immer noch hell am Horizont zu erkennen. Eine dieser besonderen Figuren am Firmament des Schlagers kommt jetzt zu uns. Ich freue mich sehr. Deswegen habe ich hier den roten Teppich ausgerollt. Herzlich willkommen, Paola! Danke für diese lieben Worte. Ach so, ich darf, wir dürfen gar nicht. Ja, so darf, schade. Ich darf auch nicht. Na, Paola, vielleicht bin ich dir deswegen auch so ein bisschen näher als anderen, weil du ja lange Zeit im gleichen Geschäft wie ich unterwegs warst, nämlich als Moderatorin. Aber Dieter Tomasek war ein Profi, der hat ja diesen Job wahnsinnig ernst genommen. Ich habe ihn ja nie bei der Hitparade kennengelernt, du sehr oft. Mhm. War er da streng? War das seine Sendung? Also ich denke einfach seine Art auch und seine Liebe zu der Musik, die er da präsentiert hat, das hat ja die Sendung auch sehr, also zum Kult gebracht. Mhm. Und ich meine, auch die Musikszene wurde durch diese ZDF-Hitparade sehr geprägt. Denn ja, ich meine, unsere Lieder, die wir in Deutsch gesungen haben, die hatten da ein Zuhause. Und es war auch ein Familientreffen jedes Natürlich. Mal, wenn wir alle zusammenkamen. Ich muss auch sagen, Schlager hin oder her, ich habe selten eine Hitparade verpasst. Das gehörte damals natürlich zur Grundausrüstung aller jungen Leute, dass man die ZDF-Hitparade gesehen hat, ja, mit ja. Dieter Tomasek. Nach dem Bade-Hitparade hieß es. Ja, ja. Für die Kinder. Ja, bei uns hieß es, nach Badespaß kommt Wetten, das. Also jeder hat so seine eigene, ja, jeder hat so seine eigene Sicht der Dinge. Sag mal, Paola, du warst ja mit deinem Blue Bayou, das erinnere ich mich noch, weil dieser Satz, den hat jeder gewusst, der Heck zitiert hat, dreimal dabei, nicht mehr wiederwählen. Du warst trotzdem siebenmal mit Blue Bayou in den Charts. Ja, genau, das war eine Zeit, als das Reglement so war, man war in der ZDF-Hitparade platziert, solange die Verkaufszahlen dieser Platte stimmten. Und das, also ich muss eigentlich ein riesen Dankeschön meinem Publikum sagen, dass sie dieses Lied so geliebt haben, denn dadurch war ich siebenmal platziert. Man sieht, wie du das singst und wie begeistert das Publikum ist. Paola, untrennbar verbunden mit diesem Song Blue Bayou. Ja, also man sieht, die männlichen Fans sind verzückt von dir. Die Alten sowie die Jungen, wir haben natürlich auch ein paar Fans von dir gefragt, ob sie vielleicht dabei sein wollten, wenn du heute hier bei uns bist. Einer hat es geschafft, sich ein bisschen nach vorne zu drängen. Er ist bekennender Fan von dir. Herzlich willkommen, Bülent Ceylan meet Paola. Danke, danke. Paola. Wir dürfen nur so zeigen. Ja, aus der Ferne. Das ist auch, ja, also, das entspricht den Tatsachen. Wir haben das nicht erfunden, haben gesagt, Bülent, könntest du Paola betonen? Du hast immer gesagt, ich will das gerne mal. Ja, ich bin ein Riesenfan, weil ich war Kind und ich weiß nicht wie alt, 4, 5, 6 und verstehen Sie Spaß und deine Lieder und so weiter. Und ich war wirklich ein Fan. Und jetzt kommt der Hammer, Leute. Ich habe das Original Poster von der Bravo und das Krasse ist, Da bist du drauf und ich zeig's mal kurz. Das ist von 1979 von der Bravo und das war über meinem Bett gehängt. Also war wirklich über meinem Bett. Und jetzt, hast du bis heute aufgehoben. Thomas, glaube ich, hatte eher, und das war das Krasse an der Bravo, ich kenne das noch, vorne war irgend so ein Superstar, aber hinten war immer was ganz anderes drauf. Und jetzt bitte, also das ist wirklich was, habe ich jetzt nicht gemacht oder Fotokop, hinten war Frankenstein drauf. Das hattest du wahrscheinlich hängen, aber ich hatte Paola hängen und ich muss sagen, ich würde so gern, ich habe alles vorbereitet, du musst, und das mache ich eigentlich nie, aber ich mache es wirklich, ich habe schwitzige Hände. Ja, wir treffen uns ja hier zum ersten Mal. Also, ja, und deswegen würde ich mir wünschen, dass du in Liebe oder sowas. Ach so, ja bitte oder, diktier mir den Text. Ja, ja. Ich liebe dich, auch wenn du jünger bist. Heidi Klum hat es vorgemacht, also, oder so irgendwas. Ich muss ja sagen, also ich...
Ja? Ich war ja immer schon ein Fan von dir und das wusste ich, aber ich wusste lange nicht, was du jetzt alles erzählt hast. Ich bin raus aus der Nummer hier. Nein. Ich kann dir gerne Frankenstein unterschreiben. Aber Thomas, pass auf, ich habe mich doch. Warte mal, ich will den Thomas jetzt nicht verletzen, weil er denkt, ich habe immer gesagt, ich bin auch Fan von ihm. Ich habe, weil Thomas ist ja so krass, er hat mir Socken geschenkt und ich habe sie jetzt angezogen. Von dir, mit deinem Gesicht, guck mal, was der für Socken hat, was der für Merchandise hat, das habe ich gar nicht. Seht ihr das? Sein Gesicht ist auf die. Also wirklich, Thomas, ja, das sind deine Socken. Da kriegt Bata Illich auch noch ein paar. Der sitzt nämlich ohne Socken hier. Ich habe das schon dauernd gesehen. Also du siehst. Aber jetzt zurück zu dieser Liebesgeschichte. Also, aber du musst unterschreiben. Mach jetzt mal die Unterschrift und dann ganz geheim in der Garderobe mache ich noch die Widmung dazu. Okay, super. Soll niemand wissen, was ich da schreibe. Das ist doch gut. Das ist wirklich wahr, Leute. Also es war wirklich so über meinem Bett und ich habe das. Und die Leute denken immer, ich bin Komiker und Heavy Metaler. Wie kann das sein? Es ist jetzt hier ist absolut die Wahrheit. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich danke dir ganz herzlich. Moment. Das ist ja, das schreit ja nach einem Zitat. Also der Teufel und der junge Mann war ja auch einer ihrer großen Erfolge. Ja. Ja. Also ich sitze hier, du sitzt hier, wer ist der Teufel, wer ist der junge Mann? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Ja, und der andere darf so wie du mich anguckst, weiß ich schon, wer ich bin. Gut. Dann, und da war ja ganz wichtig, war ein Kinderchor. Haben wir einen Kinderchor? Ja. Kinderchor bitte. Und jetzt der Teufel. La, 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 la. Der trieb es leider ziemlich bunt. Der Teufel kam, um ihn zu holen. Dafür gab es manchen Grund. Der junge Mann hat wohl gewusst, dem Teufel macht das Wetten Spaß. Drum sagte er, ich weiß ein Rätsel, was ist das? Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen. Es tut oft weh und es ist doch schön. Es ist kein Wein, doch es geht ins Blut. Und es tut so gut. Es ist kein Gold, doch es macht reich. Ein Herz aus Eisen geht davon weich. Es ist kein Feuer, aber es das sind die großen Momente des Fernsehens. Jetzt muss nur noch die Frage beantwortet werden, wer von den Vieren war Anke Engelke. Aber darum. Also du musst ja gerade etwas so alt gewesen sein wie die Kinder, als absolut. Ich das gesungen habe in der ZDF-Parade. Das war ich auch. Ja? Ich bin raus hier. Ja, das ist schon lange. Nein, aber ich will da wieder rein, ich will da wieder hin. Ich habe zwar keine Fotos von dir dabei, aber... Nachher kommt ich bin gelb vor Neid. Du kriegst dann noch dein Autogramm. Ja, aber es bleibt es nur noch Blue by You. Ich fände es wunderbar. Also mit dem wäre es auf keinen Fall gegangen. Wenn du mich ein Stück begleitest auf dem Weg zum Blue by You. Jetzt bist du, jetzt bin ich wieder oben auf. Ja. Na gut, also pass auf, dann geh mal los. Okay. Der Weg, den ich oft in Gedanken gehe, führt am Fluss entlang zum See. Und zu dir, denn dort wartest du am Blue Bayou. Unter Bäumen liegt ein Haus, es sieht wie im Märchen aus. Darin wohnen die Liebe und du am Blue Bayou. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue Bayou.
Paula Blue Bayou. Dankeschön. Ja, Bühlen, hättest du das gedacht? Nee. Das nimmt uns keiner mehr. Absolut. Absolut. Wir haben mit Paola gesungen. Ja, das ist ein Traum. Ein Traum wird wahr. Für alle Zeiten will ich